Was ist das für ein Geräusch? Spreche hier mit dem Herr ha Hans Herbert Malwurf. Ja? Was kann ich denn für Sie tun? Was Sie für mich tun können? Sie haben sich Ja? nämlich angemeldet auf der Webseite wegen Kryptowährung. Nochmal wegen was, bitte? Wegen Kryptowährung. Ja, genau. Genau. Und ich wollte Sie mal fragen, von der Information, die Sie gelesen haben, was Ja? haben Sie davon verstanden? Nicht besonders viel. Nicht besonders viel, aber Sie verstehen, dass es um Kryptowährung geht? Ja, Geld verdienen ja halt, ne? Mit Investitionen. Dürfte ich mal fragen, was ist das eigentlich für ein Geräusch? Meine Eulen. Eulen. Ja, ich habe eine Oh, Sie haben. Eulenzucht. Ach so, Sie haben Tiere zu Hause Ja, oder sind Sie ja. draußen? Ne, ich bin im Eulen in der Voliere drin. Das ist so ein großer Käfig im Prinzip. Oh, das ist natürlich ein interessantes Geräusch, das ich mir anhören muss. Aber okay. Ja, Alles klar. natürlich, Und da die Eulen sind sehr mitteilsam, ne? dürfte ich Sie mal auch fragen, haben Sie irgendwelche Erfahrungen auf Finanzmärkten? Nochmal was, bitte? Ob Sie Erfahrung haben auf Finanzmärkten? Nein, überhaupt nicht. Mit Kryptowährung? Nee, nee, ja, bin ja da, sagen wir mal, ist ja Neuland, ne? Neuland. Alles klar. Dann würde ich gerne Ihnen ein Beispiel machen, damit Sie es besser verstehen können. Ja, soll ich was zu schreiben holen? Na, müssen Sie nicht. Können Sie sich das merken? Es kommt drauf an, wie viel Sie mir da erzählen wollen, ne? Also, kein Problem. Ich werde kein Referat vor Ihnen halten. Das Das ist ist wichtig. gut. Das machen schon die Eulen immer, ne? Ein Referat vorhalten? Ja, die erzählen halt immer sehr viel, ne? Die sind sehr kommunikativ in der Aussprache. Und was erzählen die Ihnen normalerweise? Naja, ich verstehe die Sprache von denen ja nicht, aber wenn ich da komme, um die zu füttern und die Eier einzusammeln, dann reden die halt ziemlich viel, ne? Das ist eigentlich interessant. Und dürfte ich Sie mal fragen, seit wie vielen Jahren beschäftigen Sie sich damit, Ölen zu sammeln? Mit den Eulen, ich sammle die ja nicht, ich züchte die, das sind ja keine Steine, ne? Also die Zucht, die habe ich jetzt Natürlich. seit 18 Jahren, fast auf den Tag genau. Wir haben ja im Prinzip israelische Sumpfohreulen, falls Sie das schon mal gehört haben. Oh, das habe ich eigentlich noch nie so gehört. Das alles ist ziemlich interessant. Und Sie machen das als Hobby, Ja, Arbeit? das ist meine private Freizeitbeschäftigung. Ich kann mir vorstellen, dass Sie die Natur sehr mögen, wenn Sie Tiere in Ihrem Haushalt behalten. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Na dann, was ich sagen wollte, vielleicht könnte ich ja ein Beispiel machen von Kryptowährung anhand von Ihrer Arbeit. Als was arbeiten Sie? Na, ich bin ja in Rente, ne? Und ich habe jetzt halt noch meine Eulenzucht. Und was haben Sie früher gearbeitet? Ja, früher war ich Dachdeckermeister. Dachdeckermeister. Wenn ich Ihren Beruf komplett verstehe, dann haben Sie wahrscheinlich Dächer gemacht, also abgedeckt. Ja, ich habe mich um Dachschäden gekümmert, ne? Haben Sie auch einen Dachschaden? Na, noch nicht. Gut, aber wir arbeiten dran, ne? Alles klar. Und ich wollte einfach Dachdecker haben Sie gemacht. Und Sie waren wahrscheinlich, Sie haben gesagt, dass Sie Meister waren. Das heißt, dass Sie wahrscheinlich gute Arbeit geleistet haben. Ja, auf jeden Fall. Die Häuser stehen alle noch, bis auf was ein in Altsauerberg, aber da kann ich ja im Prinzip nichts dafür. Das hat der Besitzer, sag ich mal, komplett verwahrlosen lassen. Ich glaube, das Dach ist das Einzige, was noch hält da. Das ist wirklich interessant und bestimmt hat Ihnen Ihre Arbeit auch gefallen. Ja, doch, auf jeden Fall. Das ist eine gute Arbeit, immer an der frischen Luft. Das macht schon, hat schon Freude bereitet, aber ist halt körperlich sehr anstrengend. Sehr anstrengend, ich kann mir das vorstellen. Wahrscheinlich waren Sie ja auf Ihren Knien, auf dem Dach und ja. Ja, ich habe auf den Knien habe ich die Dächer ja im Prinzip nach oben getragen, ne? Und hoffentlich war das Verdienst gut als Meister. Ja, auf jeden Fall. Da hat man, sagen wir mal, eine gute Scheibe abgekriegt vom Kuchen, ne?
Das finde ich ja wunderbar. Und manchmal gab es auch von den Bauherren dann auch wirklich mal Kuchen, ne? Oh, ich kann mich nicht komplett daran gewöhnen, dass eine Eule immer das spricht. Das ist so. Das sind ja im Prinzip mehrere. Ich habe 7 Stück. 7 Stück und die sind alle ziemlich nah zu dem Telefon. Ne, das ist ein kleiner Raum. Ne? Das gibt ja im Prinzip in dem Raum einen Bereich, wo die schlafen. Da bin ich jetzt gerade, weil die sind ja nachtaktiv. Das ist im Prinzip so das Schlafzimmer von den Eulen. Da haben die so ihre Stange und da haben die ihr Trinken. Und jetzt habe ich gerade ein bisschen was zu fressen gebracht. Weil wenn die aufstehen, da gehe ich ja ins Bett. Ne? Und von daher müssen wir jetzt halt so ein bisschen uns unterhalten auch. Finde ich faszinierend. Finde ich faszinierend. Und ich wollte Sie mal fragen, Sie haben ja gesagt, dass nochmal bitte, ich habe Sie gerade nicht verstanden. Sie haben ja erwähnt, dass Sie gutes Geld machen als Meister und Sie wollen sich auch mit Kryptowährung Geld verdienen. Also wenn ich fragen darf. Ja, ja, ja. Wie viel haben Sie? Na, Geld verdienen. Wie bitte? Nochmal, was haben Sie gesagt? Ich wollte fragen, Sie haben ja gut verdient als Meister, Dachdeckermeister, und wenn Sie gut finanziell stehen, also aus welchem Grund sind Sie dann gekommen? Naja, um mich abzusichern fürs Alter, ne? Schön, dass Sie eigentlich so auf langfristige Basis denken. Ja, natürlich. Machen Sie doch bestimmt auch, ne? Auf jeden Fall. Wissen Sie, ich kann merken, dass Sie Dachdecker waren. Ich meine, das ist so eine Arbeit, wo Menschen auch langfristig denken, damit die Dächer immer so bleiben. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das ist ja, wenn man gute Arbeit leistet, ne? Natürlich. Und ich wollte Sie auch mal fragen, haben Sie ein Tastenhandy oder ein Smartphone? Ein Kastenhandy? Ein Tastenhandy. So ein ziemlich altes Modell. Ja, das ist ziemlich alt, das Ding. Aber es funktioniert, ne? Das war sogar schon zweimal in der Waschmaschine. Und eine Eule saß mal 3 Tage drauf. Da habe ich das nicht wiedergefunden. Da habe ich das hier wohl irgendwo liegen lassen nach dem Telefonieren. Und die hat versucht, das auszubrüten, ne? Oho. Ja, das ist ein wirklich starkes Handy sein. Ja, es ist so ein altes Nokia, ne? Mit dem Ding kann man ja die Fenster einwerfen. Ja, wie einfach Brückensteine werfen, ja. Ja, ja, genau, da geht das alles kaputt. Aber warum ich das gefragt habe, ist, dass ich Ihnen etwas zeigen wollte. Bestimmt haben Sie einen Rechner, ja? Nochmal bitte? Ich wollte ja Ihnen etwas visualisieren, damit Sie es selber sehen können, was ja? mit Bitcoin so passiert. Ja? Bestimmt haben Sie einen Rechner. Ja, so einen Laptop habe ich, ne? Ein Laptop, alles klar. Ich würde Ihnen gerne ein wenig zeigen. Könnten Sie auf Ihren Laptop gehen? Ich soll da drauf gehen? Ja. Also oben drauf im Prinzip. Nein, also ins Laptop gehen und... Ja, physisch innen rein? Nein, nicht... Moment mal, was meinen Sie? Sie haben gesagt, ich soll in den Laptop reingehen. Natürlich nicht physisch, also bitte. Ja, ja, also... Ich hab den ja hier, ich hab den hier stehen, weil ich nehme ja immer die Geräusche von den Eulen auf, für Hörbücher. Da verdiene ich auch noch ein bisschen Geld mit, also ich kann da was angucken, falls Sie das meinen. Also Sie machen viele Dinge und dürfte ich mal fragen, beschäftigen Sie sich immer noch irgendwas mit Dachdecken oder sowas? Nochmal bitte? Handwerken. Beschäftigen Sie sich immer noch mit Handwerken, also irgendwas mit Ihrem Beruf, den Sie vorher ausgeübt haben? Ja, ja, natürlich mache ich das öfter mal noch für Nachbarn, ne? Bevor der da ein paar tausend Euro zahlt, da kommt der alte Maulwurf und macht das, ne? Also Sie machen Hörbücher... Nein, ich mache keine Hörbücher, aber ich habe ja die Geräusche von den Eulen, die nehme ich ja auf. Und dann gibt es ja mal so Seiten im Internet, wo man so Tondateien dann quasi zum Runterladen anbieten kann. Ach so. Für so Dokumentationen oder Filme und so, da kriegt man auch ein bisschen Geld noch für. Also Sie unternehmen viele Dinge und Sie sind immer noch dann... Ja, ich habe jetzt ja als Zeit als Rentner, ne, habe ich ja viel Zeit. Und Sie sind dann immer
immer noch nicht komplett finanziell abgesichert, aber dürfte ich Sie mal wissen, was würden Sie eigentlich noch gerne in Ihrem Leben unternehmen, was viel Geld braucht? Na, ich würde gern Otter züchten. Mhm. Kennen Sie Otter? Otter, das sind solche Wassertiere, fast Wassertiere. Naja, die können auf dem Land auch sein. Ich wollte gerade sagen, die sind ja Hybrid, ne? Das ist ja quasi ein Amphibienfahrzeug, nur eben für Tiere, ne? Mhm. Na dann, Sie sind gerade auf Ihrem Laptop. Ich sitze davor, sagen wir es mal so, sonst wäre der kaputt bei meinem dicken Hintern. Also können Sie in Ihre Suchmaschine, bestimmt haben Sie Google Bitcoin-Preis schreiben. Nochmal, was soll ich machen? Verstehen Sie, was ich gesagt habe? Nee, ich habe Sie nicht verstanden. Okay, also Sie schreiben in Ihre Suchmaschine, Google oder was immer Sie haben, Bitcoin-Preis. Auf Englisch Price oder das Deutsche? Auf Deutsch, Englisch, ist egal. Ja. Und dann? Und dann drücken Sie auf Suchen. Ja. Also, vor Ihnen sehen Sie, müssen Sie sehen, ein Bitcoin entspricht 35.800 Euro. Sehen Sie das? Ja. Also, können Sie diese Grafik auf ein Jahr umstellen? Also, bei Ihnen steht da ein T-Punkt, fünf T-Punkt, ein M-Punkt. Sie müssen es auf ein J-Punkt umstellen. Muss ich jetzt das J auf dem Computer drücken, auf der Tastatur? Nein, nein. Sie sehen hier eine Grafik, die ein bisschen rot leuchtet. Ja. Und da oben, da stehen mit Buchstaben 1 T-Punkt, 5 T-Punkt. Sie müssen auf 1 J-Punkt drücken. Ja. Was hat das jetzt mit den Eulen zu tun? Es hat ja nicht viel mit Eulen zu tun. Ich wollte nur zeigen, was mit dem Bitcoin passiert. Ja, und was denn? Was denn? Sie haben sich ja wegen Bitcoin angemeldet. Sie wollen bestimmt wissen, wie Sie an ihn verdienen können und warum es weiter wachsen wird. Ja, ich habe ja schon mal versucht, mir so Bitcoin runterzuladen, aber das hat nicht funktioniert, ne? Aber Sie müssen ja Bitcoin nicht herunterladen. Ja, das habe ich dann auch gemerkt. Dürfte ich Sie mal fragen, haben Sie Online-Banking? Ja, natürlich. Natürlich. Dieses Bitcoin, das wird so gespeichert wie Geld auf Ihrem Online-Banking-Konto. Ach, so funktioniert das. Also quasi genau. Wie die Eulen, wenn die sich auf Sachen draufsetzen, ja? Das kann ich nicht sagen. Also, vor Ihnen haben Sie die Grafik umgestellt auf einen J. Die Grafikkarte? Nee, die ist ja ein Laptop. Der hat ja nur so eine Onboard-Grafikkarte, ne? Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Modell ist im Prinzip. Sie brauchen keine Videokarten zu benutzen oder so weiter. Also Kassettenrekorder? Kassettenrekorder brauchen Sie auch nicht. Nun gut. Da steht jetzt unten Währungsdaten von Morningstar. Hat das im Prinzip was mit Lucifer zu tun? Also, Sie sind richtig. Und vor Ihnen, wenn Sie von diesen Währungsdaten von Morningstar, oben, ein bisschen oben, können Sie sehen, 1 T-Punkt, 5 T-Punkt, Samael? Samael, bist du das? Hallo? Reden Sie mit mir? Nein, nein, ich habe ja versucht rauszufinden, weil da Morningstar steht, ob der da irgendwo mit dabei ist, ne? Weil das wäre ja nicht so gut. Also, an dieser Grafik, wenn Sie es auf einen Jahr umgestellt haben... Ja, das habe ich. Können Sie sehen, dass der Preis so etwa am 28. September fast 10.000 Euro gekostet hat. Sehen Sie das? Ja. Wunderbar. Ich erkläre Ihnen jetzt mal, warum der Preis von Bitcoin so stark gewachsen ist. Ja, machen Sie das mal. Okay. Zuerst mal müssen wir ein bisschen Kontext Ihnen sagen. Was wollen Sie mir sagen? Cordyceps? Kontext. Das ist doch das Ding, was bei The Last of Us da die ganzen Leute verrückt gemacht hat, ne? The Last of Us? Sie meinen das Spiel? Ja, ja.
Oh, Sie spielen immer noch Computerspiele? Nee, ich guck mir das immer an bei YouTube, wenn da die Leute das spielen. Ach so. Und da hieß doch dieses Ding bei den Leuten da, das hieß doch auch Cordyceps sinensis, ne? Und das wollen Sie mir also jetzt erklären? Also Kontext auf Deutsch bedeutet Zusammenhang. Ach so, ja, sagen Sie das doch klar, ich bin ein alter Mann. Alles klar. Also, Sie wissen ja, dass in der letzten Zeit viele schlimme Dinge passiert sind. Wie ja, letzte Woche ist mir eine Eule weggeflogen, das war richtig dramatisch, die Hildegard. Vielleicht ist sie erwachsen geworden und dann wollte ein bisschen mehr Freiheit haben. Na, die Eulen sind ja alle so im Schnitt 16 Jahre alt, ne? Die leben ja 65 Jahre und länger. Oh, 65 Jahre als Tier leben, das ist... Das sind ja israelische Steineulen, ne? Weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Haben Sie noch nicht? Und wenn ich fragen darf, diese Eulen, die haben bestimmt Ihnen Geld gekostet, damit Sie nach Deutschland bringen könnten. Ja, nein, ich habe ja im Prinzip die Jungtiere hier gekauft. Die gibt's ja hier auch, sagen wir, beim Züchter. Also, zurück zu dem Zusammenhang. Coronavirus, Pandemie, Lockdown. Sie haben bestimmt etwas gespürt von diesen Sachen, ja? Nee, ich habe eine Atemschutzmaske mir schon gleich gekauft, ne? Aber Sie haben schon bemerkt, dass nicht viele Menschen auf den Straßen waren. Menschen konnten nicht einfach so ins Läden gehen, ohne dass sie sich anmelden. Also, ja, also ich habe ja im Prinzip ein kleines Häuschen. Das ist ja im Wald hier, ne? Ich habe ja so mit anderen Menschen gar nicht viel zu tun, ne? Der Einzige, den ich im Prinzip sehe, ist ja der, sagen wir hier vom Roten Herz, immer der Pizzabäcker. Und der Dorftrottel, die laufen hier öfter mal rum. Ansonsten ist hier eigentlich sehr ruhig, ne? Ich wollte nur sagen, Menschen, die zum Beispiel in einer Stadt gewohnt haben. Die Stadt? Die in einer Stadt gewohnt haben. Düsseldorf, Stuttgart, München, solche. Junger Mann, warten Sie mal bitte kurz, da ist gerade der Postbote an der Tür. Ich komm gleich wieder, ja? Einen Moment bitte. Ich bleibe auf der Linie. Hallo. Ja, hallo. Ja, Entschuldigung, da ist neues Futter gekommen, ne? Neues Futter, wunderbar. Ja. Also, ich wollte Ihnen nur sagen, während Menschen alle diese Katastrophen gespürt haben, Lockdowns und so weiter, haben die nach sicheren Methoden gesucht, wie sie ihr Geld anlegen können. Weil sie müssen sich auch vorstellen, die Währung Euro, die hat auch an Wert verloren. Ja, ich wäre ja dafür, dass man das statt Euro Eulo nennt, ne? Ich habe da ja auch mal eine Volksbefragung gestartet. Aber da waren die Leute nicht ganz so auf meiner Seite, weil die haben mal den tieferen Nutzen nicht verstanden. Den es eigentlich auch gar nicht gibt. Aber ich habe ja nicht umsonst einen Doktortitel von der Hans-Maulwurf-Universität für sinnlose Studien. Und da gehört es halt auch dazu, mal neue Buchstaben und sowas zu erfinden, ne? Also, Sie müssen mich gerade entschuldigen. Zuerst mal wollte ich mal fragen, wie ich Sie anspreche. Ist es okay für Sie, wie ich Sie gerade anspreche? Wie sprechen Sie mich denn an? Herr Herbert. Na, Sie können auch Herr Eulenmann sagen, das ist auch in Ordnung. Herr Eulenmann. Ja. Ich kann spüren, dass Sie ein bisschen viel Humor benutzen bei unserem Gespräch. Ist das normal bei Ihnen? Ja, natürlich. Ich wohne seit 30 Jahren im Wald. Ich habe einen Dachschaden, ne, als Dachdecker. Also ich wollte Ihnen sagen, die Menschen haben nach sicheren Methoden gesucht, in Geld zu investieren, damit sie kein Geld verlieren. Und natürlich, dass sie Profit abkriegen. Und lassen Sie uns jetzt einfach alles vergleichen. Alle Optionen von normalen Menschen. Ja, auf jeden Fall. Und, okay, stellen Sie mal vor, Sie sind ein normaler Mensch. Ja, das bin ich ja nicht. Nein, ich meine, einfach sich vorstellen lassen in einer Situation, wo Sie in der Stadt wohnen. Sie nichts außer Ordentliches machen, also kein Geschäft führen oder so weiter. Ja. Und Sie haben die Entscheidung, Sie können ins Immobilien investieren, aber... Das Problem ist, dass man dafür sehr viel Geld braucht, sehr viel Wissen auch braucht
und dass es eigentlich ziemlich schwer ist. Ja, wirklich? In diese. Okay, die zweite Option wäre, eine andere Arbeit zu suchen. Aber das nimmt sehr viel Zeit. Es ist nicht immer möglich während der Pandemie. Und Menschen sind faul. Ja, das stimmt, ne? Der andere Weg wäre, einen Kredit aufzunehmen. Aber Menschen nehmen sehr ungern einen Kredit auf. Und das löst ja keine Probleme, finanzielle Probleme für immer. Das ist nur kurzfristig. Wirklich? Das ist gut. Und vor Ihnen stehen jetzt Aktien. Nein. Bitcoin. Vor mir steht mein Laptop. Das stimmt. Und dort können Sie sehen Bitcoin, der Preis von einem Bitcoin. Ja, ja. In Bitcoin zu investieren ist leicht. Daran Geld zu verdienen kann man auch schaffen. Und Menschen können das von zu Hause machen. Und Menschen haben gedacht, das ist die perfekte Methode, die leichteste und auch gewinnbringendste Idee. Ja, ich bin ja im Prinzip auch eine Eule, ne? Sie sind eine Eule? Ja, ja. Sie meinen, dass Sie nachtaktiv sind? Ich bin sehr nacktaktiv, ne? Und was machen Sie normalerweise in der Nacht? Na, ich schaue mir in allererster Linie, sag ich mal, viele Videos an, wenn die Eulen ausgeflogen sind. Und wenn die Eulen da sind, dann veranstalten wir öfter mal so eine Bastelstunde, ne? Und Sie schauen sich auch immer gerne Spiele an, wie zum Beispiel The Last of Us. Ja, natürlich, das ist ja... Und gefällt Ihnen das Spiel? Ja, natürlich, das ist ja, sag mal, sehr, sehr zukunftsweisend auch, ne? Ich meine, dass die Grafik sehr menschlich aussieht, sehr realistisch. Nee, dass die Welt irgendwann mal so vor die Hunde gehen wird, ne? Also, naja, kann man schon sagen, dass realistisch ist. Ja, ich meine, die Leute sind ja heute auch schon so dumm wie Zombies, ne? Ich meine, welcher Mensch, der klar bei Verstand ist, wird sich 20 Minuten Eulengeräusche anhören, ne? Wissen Sie, viele Menschen haben einfach, manche Menschen mögen einfach sich entspannen und solche, und es gibt viele entspannte Geräusche, die man zum Beispiel 20 Minuten, eine Stunde lang anhört. Also für Sie sind Eulengeräusche entspannend? Naja, eigentlich, ich weiß nicht, ich habe das nicht ausprobiert. Dann gehe ich mal in den Hühnerstall mit Ihnen, mal gucken, wie Sie das mögen, ne? Warten Sie mal eben, einen Moment also, bitte, bin gleich wieder bei Ihnen. Also okay, dann lieber nicht, okay? Brack! 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 Das war jetzt der Herbert, das ist mein Lieblingshahn, mein Preishuhn. Brack! 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 Nicht sehr entspannt, aber bestimmt gibt es Tiere, die entspannte Geräusche machen. Ja, ich gehe mal wieder. Delfine. Nee, mit Delfinen haben wir es hier nicht zu tun, die werden direkt totgeschlagen, ne? Nicht immer. Doch, das ja. Bin ja mal am Badestrand in Frankreich gewesen, da bin ich von dem Delfin ja sexuell belästigt worden, ne? Also wenn da so ein Viech um die Ecke kommt, das wird gleich niedergestreckt. Man weiß ja nie, was die im Sinn haben, die sind ja alle geisteskrank. Und ich wollte Ihnen nur sagen, Menschen haben sich für Bitcoin entschieden, Sie können sehen, wenn Sie immer noch diese Grafik sehen können. Der Preis ist von 9000 Euro. Ich guck mir jetzt gerade Eulenbilder an bei Google. Aber der Preis ist von 9000 Euro auf 53.000 Euro höchstens gewachsen. Euro. Eulo bitte. Na, Eulo. Eule ist ja keine echte Währung. Na, wir arbeiten ja dran, ne? Wir arbeiten dran. Na, dann haben Sie meine Stimme. Das ist gut. Von wo rufen Sie denn an, junger Mann, sagen Sie mal? Großbritannien. Was? Von da drüben? Warum rufen Sie denn von da drüben an? Ich arbeite in dem englischen Umfeld und wenn deutsche Kunden ankommen, rufe ich die auch dann mal an, weil ich Deutsch spreche. Haben Sie bestimmt bemerkt. Nein, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, ohne Ihre Unterstützung, ne? Ich wollte Ihnen nur... Okay, jetzt kommen wir ein bisschen weiter. Ja, wir kommen weiter, ne? Weiter in den Tempel des Wahnsinns hinein. Seogorath wartet schon.
übrigens, dass sie eine Kryptowährung entwickeln können, die zum Beispiel Eulecoin heißen kann. Wissen Sie das? Nein. Was kostet das? Naja, das kann man sehr schwer sagen. Sie brauchen Programmierer, die den Code für ihre Währung das machen. Und das hat keinen festen Preis. Sie müssen sich Programmierer anheuern, wenn sie selber nicht programmieren können. Und die sagen dann ihnen, wie viel sie pro Monat haben wollen. Und sie müssen dann das... Also Eulenmünzen, ja. Ja, Eulenmünze. Ja, das ist nur gut. Ja, nur ein bisschen humorvolles sagen. Ja, also ich sage Ihnen, Sie sind bestimmt ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, wenn Sie sich eine halbe Stunde mit einer Eule unterhalten. Es ist meine Arbeit, sich mit dem Kunden zu unterhalten. Ich bin Account Manager. Würdest du auch zuhören, wenn ich eine halbe Stunde lang die Toilette spüle, oder würdest du da irgendwann mal genug haben? Eigentlich nicht. Das macht ja keinen Sinn. Das war eine Entweder-Oder-Frage und du sagst eigentlich nicht. Das deutet ja auch wieder auf das Fehlen von bestimmten Partitionen im Schädel hin, ne? Also schön, dass Sie humorvoll sind bei diesem Anliegen. Ja, natürlich. Was hast du denn für einen Beruf gelernt, sag mal? Was ich für einen Beruf erlernt habe? Ja. Wissen Sie, ich bin ein neuer Mensch. In Ihren Schulen wurde bestimmt beigebracht, man muss Ausbildung machen, man muss Hauptjob haben. Ach so, und Sie leben von Schneidern, Rändern, Hochladen, so einer sind Sie, ja? Nein, ich lebe von Investitionen. Das heißt, Sie haben nie eine Schule besucht und auch nie einen Job gelernt. Also wissen Sie, ich mache diesen Job, plus kriege ich noch was dazu von meinen Investitionen. Und Sie müssen sich vorstellen, ich habe eine sechsstellige Zahl auf meinem Konto, aber ich kriege Dividenden jeden Monat und das reicht mir dann aus, Ex für extra. Ja, aber Sie wissen, dass indische Rupien, sag ich mal, sind ja kein Vermögen. Ne? Wenn man da im sechsstelligen Bereich ist, da kann man sich ja gerade mal ein Brötchen von kaufen. Sie wissen schon, ich bin jung, also ich bin nicht mal 30, daher lasse ich es einfach langsam angehen. Ja, ich weiß auch, warum Sie weder Beruf noch Schule abgeschlossen haben. Ich verarsche Sie jetzt seit einer halben Stunde mit Eulengeräuschen und Sie hören mir immer noch zu. Sie müssen sich vorstellen, das ist eine wirklich komische Situation gerade. Ich wusste nicht mal, wie ich da... Ja, du bist völlig überfordert, das merke ich schon. Aber Sie müssen sich auch vorstellen, manchmal muss man einfach was Interessantes ausprobieren. Und mit denen reden ist auf jeden Fall... Ja, ich habe noch eine Idee, was du mal Interessantes ausprobieren könntest. Wie wär's denn mal mit Schule? Dann sagen Sie es mir. Schule! Zur Schule gehen! Ich habe Schule abgeschlossen. Ja, von außen mit einem Schlüssel, ne? Damit du nicht mehr reingehen musst. Das zählt ja nicht. Ich habe die 9. Ich habe die 10. M-Klasse abgeschlossen. Ich hatte wie viel? 2 in Mathe, 3 in Deutsch und Gott noch weiß noch. Das war ja vor langer Zeit. Aber du hast mal in Deutschland gewohnt, ne? Oder wenn du in Deutsch Unterricht hattest. Also, können Sie meine Stimme hören und wie ich Deutsch spreche? Ja, aber das kann man ja beim Goethe-Institut lernen oder beim Kaugummi-Automaten. Ne? Das ist jetzt ja, sag ich mal, keine Kunst per se. Natürlich habe ich in Deutschland gewohnt, aber woher sonst spreche ich eigentlich so? Also ich will nicht herablässig werden, aber woher sonst spreche ich eigentlich so gutes Deutsch? Nee, man kann das lernen. Ich bin nicht einmal in Großbritannien gewesen. Ich spreche auch fließend Englisch, ne? So ist es ja nicht. Aha, Sie sprechen Englisch, aber ich sage Ihnen, ich bin nicht in Deutschland geboren, aber ich habe in Deutschland gelebt. Ich habe eine normale Schule besucht, eine Schule irgendwo in einem Bayerngebiet. In einem Bayerngebiet und dann kam die Abschiebehaft, ne? Warum sagen Sie eigentlich sowas? Naja, sag mal, so Internetkriminelle wollen wir ja halt in Deutschland nicht haben, ne? Und dann bist du halt abgeschoben worden. Die Geschichte kenne ich ja. Ich habe Arbeit bekommen in Großbritannien. Ja, im Gefängnis wahrscheinlich. In der Gefängnisküche, der Kartoffeln zählen. Kartoffeln zählen. Striche machen auf den Wänden, die ja, Tage übrig sind, bis ich entlassen werden kann. Ja, und die ganze Zeit Eulengeräusche anhören. Also, es ist ja nicht viel übrig in deinem Schädel, ne? Sag mal, wie willst du dein ganzes Leben so weitermachen? Also, worauf gehen Sie hinaus?
Legen wir alle Karten auf den Tisch. Was wollen Sie machen? Ja, ein YouTube-Video. Ein YouTube-Video? Ja. Und sind Sie monetisiert? Was bin ich? Also kriegen Sie Geld, wenn Sie Views kriegen auf Ihr... Ja, natürlich. Und das finde ich ja wunderbar. Und machen Sie das als Beruf? Ja, ja, na klar. Mhm. Ich lebe ja im Prinzip davon, dass ich Telefonbetrügern die Zeit klaue, ne? Jetzt haben Sie das B-Wort gesagt. Jetzt weiß ich, was los ist. Komplett. Ja? Sie halten mich für einen Betrüger. Okay, dann werden Sie... Sagen Sie mir einfach Ihre Fakten, warum Sie es so denken. Naja, ist ja ganz offensichtlich, was ihr da macht. Du rufst sie an, hast keine Ahnung von nix, bist nicht zur Schule gegangen, hast keinen Beruf erlernt, willst aber Leuten erzählen, wie sie ihr Geld anlegen sollen. Es gibt Leute, die studieren da 10 Jahre für. Wissen Sie, wenn man für einen Beruf wie Arzt studieren, okay, aber studieren, wenn man mit Investitionen Geld verdienen kann, brauche ich nicht so stark. Braucht fast niemand so stark. Sie leben in dieser alten, wie soll man sagen, Welt, wo man studieren muss. Natürlich. Und so weiter. Das ist einfach überflüssig. Die neue Welt, da muss man sich anpassen. Ja, die neue Welt wird brennen in den Feuern der Schmelzöfen, ja. Sie wissen ja, Bitcoin ist sehr stark gewachsen. Manche Menschen sind davon Millionären geworden. Jetzt habe ich dir gerade schon, ich habe dir jetzt gerade 3-mal gesagt, dass ich dich verarsche, dass ich selber die Geräusche mache und dass ich dich aufnehme für ein Video auf YouTube und du willst mir immer noch deine Bitcoins verkaufen. Was ist los mit dir? Sie glauben nicht, dass man mit Bitcoins Geld verdienen kann. Doch, aber nicht mit so Figuren wie euch. Okay, aber ich sage Ihnen, dass Sie Geld verdienen mit Bitcoin. Das können Sie machen. Menschen können Sie das machen. Das behaupte ich. Ja, Menschen ja, aber nicht Betrüger. Es ist natürlich nicht schön, dass Sie mich für einen Betrüger halten. Ich habe Sie auch gefragt, warum Sie es denken. Wie heißt denn Ihre Firma nochmal? Wie unsere Firma heißt? Ja. Also, ja, unsere Firma, die heißt Avatrade. Wie schreibt man das? A wie Anton. Ja. W wie Venezuela. Also V, Victory. Ja, kann man auch so sagen. Ja. Und dann A wie Anton. Ja. T wie Theodor. Ja. R wie reibungslos. Na, Reibung, Sie kennen ja Begriffe aus der weiterführenden Schule, ja. Avatrade und wie weiter.com? Was? Was haben Sie gerade gesagt? .com? Avatrade.com, ja. Klasse. Okay. Aber Sie halten mich wirklich für jemanden, für einen Ausländer, der aus Deutschland abgeschoben wurde? Das wäre, sag mal, so die Standard-Karrierelaufbahn von Telefonbetrügern, ne? Sie meinen also Menschen, Flüchtlinge zum Beispiel aus Syrien und so weiter, die kommen nach Deutschland, wohnen dort ein bisschen, kommen dann zurück und dann machen diese Arbeit. Ne, das haben Sie jetzt gesagt. Nun, Sie sagen mir, wie Sie es halten. Ja, genauso wie ich gesagt habe, dass viele wachsen hier auf, haben aber nicht die Staatsbürgerschaft und schlagen dann, sagen wir mal so, diese kriminellen Pfade ein und dann werden die halt irgendwann abgeschoben und dann rufen die aus Belgrad oder aus Anatolien wieder an und machen den gleichen Mist weiter, weil die da nicht verhaftet werden können. Und sind das russische Länder? Ja, auch sehr viel im Ostblock dabei, ne? Alles klar. Und das ist alles? Sie haben keine Fakten, keine guten Argumenten? Ne, das ganze Gespräch ist ein gutes Argument. Sie sind ja, sag mal, so weltfremd und, sag ich mal, mental halt auch ziemlich angegriffen, dass Sie ja überhaupt nicht in der Lage sind, Menschen in irgendeiner Form, in irgendeiner Sache fachmännisch zu beraten. Sie können wahrscheinlich mit Mühe und Not alleine sich ein Brot schmieren oder die Nase putzen. Also, Ihre Beleidigungen sind natürlich sehr schön. Ja. Kann ich mir schon sagen. Nur, Sie müssen sich auch vorstellen, wenn Sie ständig irgendwelchen Geräuschen machen, wie soll ich Sie dann gut beraten? Also, Sie machen keinen Sinn eigentlich. Nee, habe ich ja auch nicht vorgehabt. Ich bin ja im Prinzip ein Otter auch und ein Maulwurf. Genau, dann können Sie nicht sagen, dass Sie schlechte Arbeit gemacht haben, na wenn doch. Sie alles gemacht haben, damit es... Ein Fachmann kann auch damit gut umgehen, ne?
Was soll ich Ihnen sagen? Gehen Sie raus aus Ihrem Haus? Oder was? Nee, such dir einfach eine richtige Arbeit, dann sind wir ja beide zufrieden. Sehen Sie, Sie schon wieder versuchen mich anzugreifen, anstatt gute Argumente zu Das machen. ist das beste Argument, was man Leuten wie euch sagen kann. Was soll man da diskutieren? Du weißt ja doch besser als ich, was das für eine Farce ist. Du wolltest mir jetzt irgend so ein tolles Autotrading-Programm andrehen und mir sagen das und das, 250 Euro und dann geht er los und dann ist die Kohle weg. Ein Autotrading-Programm wollte ich Ihnen nicht anbieten, sondern Zusammenarbeit mit einem Fachmann. Ja, und mit dem darf ich auch erst reden, wenn ich Geld bezahlt habe. Ich kenne den Kram. Ich mache das seit 5 Jahren. Na, dann haben Sie viel Erfahrung. Ja. Und dürfte ich Sie mal fragen, wie ist es normalerweise so, wenn Sie mit jemandem sprechen? Wie sauer sind Sie, wenn Sie herausfinden, dass Sie ihn verarschen, diese Person? Naja, normalerweise verstehen die das gar nicht, ne? Aber hab ich's ja auch schon 5-mal gesagt, du redest ja auch immer noch mit mir. Und wer sagt, dass ich das nicht verstanden habe? Ich rede jetzt einfach, weil, naja, es mich nicht sehr stark Ja, hast Langeweile, ne? Rufen heute nicht viele Leute an oder kommen nicht viele Kundendaten rein? Nee, ich dachte mal, Abwechslung ist gut fürs Leben, daher Na, wollte ich. arbeitest du nicht auf Provisionsbasis? Also, das kümmern Sie nicht, wie ich arbeite, aber ich meine, 40 Minuten kann man sich schon gönnen. Ja, das können wir gerne öfter machen, ne? Ja, vielleicht sollen wir einen Telefontermin ausmachen. Das können wir gerne. Ich kann ja eure neuen Kollegen so ein bisschen verarschen. Wie wäre das damit? Ach so, Sie denken, dass alle Anrufe, die Sie bekommen, ist von einer selben Firma, von derselben Masche. Nein, aber die Masse ist die gleiche. Aber das haben ja die Firmen, die ändern sich ja täglich im Prinzip. Na okay, 5 Jahre und Sie wissen nicht alles über dieses. Also, Sie werden von verschiedenen Firmen angerufen, die nichts miteinander zu tun haben. Ja, das sage ich doch. Aber der Trick ist ja überall der gleiche. Den Leuten erzählen, sie können Millionen machen oder zumindest ziemlich viel Geld und dann ist halt weg, das Zeug. Aber ich habe Ihnen nie gesagt, dass Sie Millionen machen werden. Nee, aber Ich die habe Masse Ihnen ist ja das alles die gesagt. gleiche. Sie behaupten etwas, was ich nicht gemacht habe, und dann nennen Sie mich Betrüger. Das ist gar nicht wahr. Okay, wenn Sie nicht normal sprechen können, könnte ich ja ein bisschen Content machen für einen YouTube-Channel. Wie viele Abonnenten haben Sie? Das spielt ja jetzt gerade keine Rolle. Ist ja kein Interview hier, ne? Warum wollen Sie mir das nicht sagen? Bestimmt wäre es besser für Sie, wenn ich zum Beispiel auf den YouTube-Channel gehen würde, auf dieses Video und zum Beispiel dann sagen würde, jo, das bin ich, ich kann Fragen beantworten. Mehr Kommentare für Sie, mehr, soll man sagen, Werbel vielleicht. Oder kennt sich einer? Soll ich Ihnen mal, haben Sie gerade einen Computer da? Na sicher. Dann geben Sie mal ein www. Okay. Kaufmann, Emil Kaufmann. Kaufmann und welche Seite? Sagen Sie mir zuerst mal den ganzen Namen. Ne, das ist ja im Prinzip meine Seite, kekma.net. Und da ist Okay, dann. Instagram, Twitter, YouTube, da ist alles drauf verlinkt. Moment mal, www.kaufmann. Kaufmann, Emil Kaufmann, MarthaAnton.net. .net. Ich glaube, ich habe es nicht richtig aufgeschrieben. Also www.kaufmann.net. Nein, Kekma. Können Sie auch buchstabieren, kannst du ja auch nicht. Das ist ja traurig. Sie haben gesagt Kaufmann. Ich Ich habe habe Kaufmann. buchstabiert. Willst du Ach wohl so, das ist ja buchstabieren gleich. können? Also, da www. Kaufmann, Emil, Ja? Kaufmann, Martha, Anton, Punkt net. Tecma. Kekma.net. Das ist interessant. Moment mal. Ja? Also, Und dürfte ich Sie mal fragen, Sie klingen eigentlich sich ziemlich alt an, aber Sie können dann Ja. viele Dinge sagen, die Jugendliche benutzen. Zum Beispiel, ich sehe jetzt auf der Webseite Gamer, Joker und so weiter. Das sind so Sachen, Witze, die Jugendliche machen. Ja, ich bin ja auch jung geblieben, ne? Sie können, wenn Sie mal auf Enter klicken, da ist auch ein Foto von mir. Ich bin halt schon ein bisschen älter, ne?
Also, ich will nicht auf den Enter drücken. Lieber nicht. Ja, dann nicht. Ach, scheiß drauf. Ah, fuck. Aha. Sie haben mich gefangen. Sie haben mich gefangen, korrekt. Blöd. Oh, Sie haben mich gefangen. Hey, Suka, hier ist Dimitri. Wie geht's dir? Wie bitte? Suka, hier ist Dimitri. Wie geht's dir? Was? Sprechen Sie Deutsch? Hier ist Dimitri. Wie geht dir? Ich bin Dimitri, ja, mir geht es gut. Kumpel von Maulwurf. Du bist live bei Internet, blöd. Lauf bei Internet, blind. Was heißt das? Du bist Was ist das live, für live Übertragung, Livestream. Livestream. Aber ich finde es eigentlich ziemlich toll, dass Sie mich gefangen haben. Also ich habe auch ein bisschen Spaß gehabt mit Ihnen. Das hoffe ich doch. Möchtest du noch jemanden grüßen, oder? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, wen ich grüßen soll. Oh, keine Freunde, ne? Ist schwierig in der Branche, ne? Familie wahrscheinlich auch, sind auch alle enterbt und so, ne? Nö, ich glaube, Sie denken das sehr falsch. Sie denken wirklich, dass es so ein Familiengeschäft ist und so weiter, aber. Nein, aber ey, wenn ich zu meiner Mutter nach Hause gehe und sage, hey Mama, ich habe heute 7 alten Leuten das Geld weggenommen, die würde mich mit Bratpfanne schlagen. Und warum? Weil sie recht hat damit. Und machen Sie das jetzt wirklich? Ein YouTube-Stream oder sowas Ja, ähnliches? natürlich, du bist live gerade. Und darf ich das sehen? Weiß ich nicht. Gib mir den Channel, ich würde es mir gerne ansehen. Ja, www.kekma.net. Also, machst du das eigentlich für deinen eigenen Spaß oder gibt es wirklich eine Live-Übertragung? Es gibt wirklich eine Live-Übertragung und du solltest, wie viel, habt ihr technische Abteilungen da bei euch? Nee, warum kann ich mir nicht die Live-Abstrahlung ansehen? Warum kannst du mir Wahrscheinlich, das nicht? weil dein Computer gleich ausgeht. Auf der Seite ist Virus drauf. Ha ha. Gleich ist dein Computer aus. Das macht mir ja keine Sorgen. Warum nicht? Das ist ja nicht mein Computer. Ja, wir holen uns jetzt gerade die ganzen Daten von den ganzen Leuten, die ihr angerufen habt, dann rufen wir die zurück und sagen, die sollen nicht bezahlen bei euch. Okay. Also russische Mafia, verstehst du das? Also, nochmal? Russische Mafia, blöd. Russische Mafia, blöd. Wie aus dem Märchen. Aus dem N Spielen zum Beispiel. Nein, wie bei Präsident Putin, Suka, blöd. Und ich glaube, du sprichst Russisch, ja? Hörst du nicht, oder was? Paruski Suka. Weil du hast schon irgendwelche Wörter erwähnt, Как in вас Russisch, зовут? zum Beispiel Berlin, hast du gesagt. Как вас зовут? Sehen Sie, Sie sprechen Russisch. Natürlich. Na dann. Warte, ich gebe dir mal noch den Inder. Na, wenn ich mir die Live-Übertragung nicht ansehen kann, dann Hallo? spende ich eigentlich meine Zeit. Komm schon, Hallo? ich will auch ein bisschen mehr Spaß haben. Hallo, this is Rakesh calling from Scambusting Central Southeast Africa. Who may I help you today, sir? Also, jetzt machen Sie wissen, dass ich aus Indien bin oder Hallo? Afrika. Hallo? Ja? How may I help you today, sir? How you may help me? I have a virus on my computer. All right. It says call Microsoft support. Right. We can fix the problem. It's a $300 one-time payment or $2,900 for 1 year unlimited support. It's your choice, sir. Let me download any test to your computer so we can do assisting, right? Okay. Just a second. Where do I download AnyDesk? Oh, it's AnyDesk.net, right? AnyDesk.net, okay, and okay, I downloaded it. Here is my number. Wait a second. Yeah, give me 1 second, right? Moment mal. Oh God. Also. Oh, ich soll Deutsch sprechen. Entschuldigung. Yes. My number is 472 472 669 669, right? 880. My name is Thomas Miller, by the way. That's very natural looking. Right. And my name is Philip Stolz. And that's very good.
Any desk is telling me any desk is telling me that your computer is not available right now. Would you mind turning computer on, open any desk and leave any desk open, right? Oh, but I don't know how to turn my computer on. Oh, is there like the big button on the front side, right? You have to do the deep pressing, right? Moment mal, ich wollte eigentlich etwas sagen, also mit diesem Spielchen aufhören und etwas sagen am Ende. And in the meantime, you can pull a cup of water over your keyboard, it will fix the problem, right? Dann, ich glaube, ich muss eigentlich fortfahren mit meiner Arbeit. Aber es wäre nett mit, es wäre eigentlich nett mit Ihnen zu sprechen. Sir, I don't speak the German, right? Okay, I think I have to go to my job, you know, back. Right. But it was a pleasure to talk with you. You're right? A pretty nice guy. Oh, even thank though you. Even though you wasted my time. Oh, I did many time, right? You sure wasted my time, but right. I can say to you that what you're doing right now, it does waste time. But it's also kind of amusing, even for me. Yeah, the people are very amused too, right? They're giving tips like well, not tomorrow. I hope so. I can buy another cow by the evening. Yes, I hope I gave some smiles to people and to anyone watching this right now. Try to invest into cryptocurrency on trading platforms like Coinbase, Binance, and Bitpanda. Those are a little bit more... You know, where you do stuff yourself. Oh, you're advertising the legitimate platforms now, right? You know, just NT for viewers that are watching this right now. Right, because my viewers would not invest on fishy sites like yours, right? Oh, come on. You probably have clickbait on your channel, you know. Oh my god, I wasted time on this scammer with like red arrows and funny faces. So don't Yeah, right. That's exactly how I do it and people like it, right? Don't say your audience is smart. Anyway, oh, they found my channel. It's very you have to click on Kekma to find my channel. It's very challenging, right? All right, then. I wish you a good day and goat day? Did you say goat day or goodbye? Madam? Alter, was ein Typ. Unglaublich.